Ich glaube, dass viel guter Wille da ist, da war. Und wir jetzt einfach eine Situation haben, die man hat, wenn man Demokratie praktiziert, wenn man freie Synoden hat, wenn man vorher nicht die Leute abzählt und Leute verpflichtet, so oder so zu wählen. Diese Situation haben wir jetzt. Und dann kann eben auch eine Situation eintreten, die wir jetzt erleben. Und wir werden damit umzugehen wissen. Und deswegen müssen wir uns einen Moment berappeln. Ich bin ziemlich sicher, dass auch die beiden Kandidaten erstmal drüber schlafen müssen, erstmal sich von diesem Tag erholen müssen. Aber dann kommt ein neuer Tag, an dem wir mit neuer Kraft diese Herausforderung annehmen.